geklaut. Ignoriere es doch einfach. Mach dir um mich keine Sorgen. Er ist einfach nur da und passt immer auf Eris auf und guckt. Und ist einfach immer da, hat keine Private. Na, sag mal, Cloud, warst du jemals ein Leibwächter? Du übernimmst wirklich jeden Job, stimmt's? Ja, stimmt. Dann bring mich hier raus, bring mich nach Hause. Okay, mach ich, aber es wird dich einiges kosten. Also, lass mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Hat er ihr gerade einen Vogel gezeigt? Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Du kennst mich nicht. Ich kenne dich. Oh ja, ich kenne dich. Diese Uniform. Hey, Schwesterchen, seltsam, was? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, soll er kalt gemacht werden? Wieso ist das Reno? Reno sollte nie auf Aerith aufpassen. Egal. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich will hier keinen Kampf. Ihr ruiniert die Blumen. Wo ist mein Buster Sword? Von vorne, von hinten, links und rechts, überall nehme ich sie. Der Ausgang ist dort drüben. Okay, und jetzt geht die Frau einfach in mich rein. Die geiern sich da ein. Ich liebe Reno. Ich liebe Reno. Es waren Marco-Augen. Nein, das waren Klaus-Augen, nicht Marcos. Hahaha, Wortwitz. Ja, in Ordnung. Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Reno macht alleine weiter mit seinem offenen Hemd, seinem Penner-Jacket und seinen unglaublich geilen Schuhen. Oh. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey Reno, du bist gerade auf sie getreten. Sie sind alle ruiniert. Du wirst höllischen Ärger bekommen. Yay. Böser Reno. Aber mit Reno werden wir noch viel Spaß haben. Glaubt mal, Freunde. Ist das jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Da sind sie, dort drüben. Hey, zurück an die Arbeit. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum verfolgen die jetzt doch? Cloud, da! Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie uns gehen lassen. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Auf in den Kampf! Aerith! Hier entlang. Kannst du nicht springen, oder was? Oder was? In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Okay, pass auf, dass sie nicht durchkommen. Die Alten entkommen! Angriff, Angriff! Ah! Boah, wie die abballern, ey. Direkt draufknallen. Aerith! Meinst du, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Er macht sich jetzt schon Vorwürfe. Ah! Cloud, Hilfe! Natürlich. Verdammt! Was ist das? Ich liebe sie jetzt schon. Aerith, warte mal einen Moment. Lauf, warte mal einen Moment. Irgendwofür müssen die Fässer doch gut sein, oder? Wenn ich jetzt hinüberschwimme, heißt das eben, ja. Oh, das war nicht das Richtige. Oh, Cloud, was machst du? Ah, toll, muss ich kämpfen. War so klar, mit ihr alleine, gegen einen Shinra-Soldat. Egal. Ich hab Bullenklöten. Und sie ist hässlich. Sie war mal hübscher. Und die hat eine Pike und springt komisch und piekst komisch und... ist Kugeln ausgewichen, die relativ schnell kamen. Egal. Sie ist Aerith. Sie kann das. Ach ja, ich bin so bewegt davon. Ich bin so berührt, so... Und gleich kommt, glaube ich, einmal Hypercam ins Bild. Nein, doch nicht. Alles gut.
16p, 10g, blablabla. Komisch, dass ihr Portemonnaie gleich mit meinem geteilt wird. So, mal das hier nehmen. Wenn ich ihn immer schieben könnte, ja. Jetzt einfach, wenn ich ihn immer schieben könnte. Kollege, du... Okay, wo kommt er jetzt? Cloud, Hilfe! Ja. Jetzt kann es doch nur... Ja, natürlich. Mitten oben drauf kämpfen. Natürlich. Oh, die kenne ich, die Viecher. Wie heißen die? Ich will gucken, wie die heißen. Ich hab's vergessen. Aber ich fand die cool. Die gab's bei Crisis Core auch. Die haben mich angebockt. Ein Igelfloh. Läuft. Muss ich zaubern, weil mein Limit will ich noch ein bisschen behalten, bisschen aufsparen. Wobei, desto öfter man es macht, desto schneller steigt es in der Stufe auf, aber ich glaube, das wird auch noch erklärt, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Und die Musik verändert sich nicht. Und, ja, 60 Erfahrungspunkte, wir sind schon Stufe 10 und ein Trank von diesen komischen Viechern. So, der hier müsste sein. Ja, fast verschieben. Runter, abwärts. Warum hat das ihn nicht getroffen? Oh Cloud, was machst du? Ich hätte dir einfach sagen sollen, dass sie rennen soll. Aber was soll's. Wir haben ja zu viel Zeit. Wir haben wieder fast eine ganze Stunde am Aufnehmen. Naja, ich hoffe, es wird nicht asynchron. Gleich gibt's Essen. Ich finde Essen super. Grillfleisch! Das interessiert keinen. Aber hätte ich jetzt Materia, würde ich dieses Ding da sehen. Oder wie es in diesem Spiel ja heißt, Substanzen. Was ein bisschen schwul klingt. Warum, wie lange soll denn das noch dauern? Hätte ich mal Granaten gekauft, ey. Dann pam, 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 pam. Granaten sind Items, das ist ein Item von vielen, das kann man werfen. Und ja, das richtet halt Schaden an, speziellen Elementschaden. Ich denke mal, eine Granate mit Feuerschaden machen, wenn man es denen in die Fresse wirft. Relativ realitätsnah, soweit man sagen kann, dass sowas realitätsnah ist. Naja, Aerith hat gewonnen, bla bla bla, hat einen Haufen MP, das ist unsere Weißmagierin, wie man schon sieht. Die richtet nämlich keinen Schaden aus, dafür ist sie echt nicht da. Hey, Cloud, Hilfe, Hilfe. Dum, dum, dum. Passiert da jetzt eigentlich irgendwas? Ach da, ja, renn doch weiter. Cloud, Hilfe! Ja, ja, renn weg. Lauft. Lauft? Lauft ist Mehrzahl, egal. Alles in Ordnung. Renn, hoch zu mir. Dim, 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 dim. Oder ist sie Aerith hier entlang? Das hätte ich mir auch alles sparen können. Ich hätte einfach direkt laufen können. Aber das wäre ja langweilig. Dumm. Ich bin ein Stück zu weit gelaufen. Aber jetzt dürften wir in einer Gruppe sein. So, und jetzt gibt's auf gut Englisch gesagt Bitchfight. Und Deutsch wäre jetzt irgendwie falsch gewesen. Zauber. Blitzen. Angriff. Blitzen, Wichsen. Wichsen, Blitzen. Yay. Aber das Limit verschwende ich nicht für solche Opfers. Aber falls wir vielleicht gegen diesen Turk kämpfen sollen, gegen meinen Lieblings-Turk. Turk, das sind ist die zweite Elite vom Präsident Shinra nach den Soldaten. Das sind Spione, die passen zum Beispiel auf ganz viele Sachen auf, wie Aerith zum Beispiel. Alles Mögliche. Das mit Aerith, das wird auch später noch erklärt. Auf jeden Fall sind die Turks so eine Spezialspioneinheit, bla bla bla. Und hier, Kollege, Reno ist einfach der Tollste. Ich liebe Reno. Weil Reno ist einfach toll. Das wird man aber im Laufe des Spiels noch erfahren, wie toll er ist. Dim, 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 dim. Haha, sie suchen schon wieder nach mir. Okay. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Nein. Das sind die Turks. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie halten nach möglichen Kandidaten für Soldat Ausschau. Die halten nur Ausschau? So gewalttätig, wie die da rangehen, dachte ich, die würden jemanden entführen. Nebenher sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt.
Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. Sie sehen ganz danach aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Ob mein Sound geht, scheißen. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, in einen Soldat einzutreten. Bestimmt ja, vielleicht sogar. Möchtest du eintreten? Ich weiß nicht, aber was ich ganz bestimmt nicht will, ist diesen Leuten in die Hände fallen. Also dann, gehen wir. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Speicherplatz. Ich habe dann nämlich meine vorgenommene Stunde erstmal voll. Wir haben ein bisschen was geschafft. Und jetzt soll es gut sein. Warte, du sollst warten, habe ich gesagt. Ich bin nicht so schnell. Ich habe kürzere Beine. Ich bin kein Soldat. Ich trage Pink. Oh, gib Gas. Komm. Jetzt verscheiß mir nicht die Aufnahme wegen deiner blöden Rumhüpferei. Uflug, langsam, langsam. Verlass mich nicht. Komisch. Ich dachte, du wärst der richtige Typ für Soldat. Oh, du bist wirklich schlimm. Hahaha, Zack war viel toller. Cloud, du billige Hure. Ihr sollt nicht lachen. Hey Cloud, warst du jemals einer von Soldat? Früher mal. Wie bist du darauf gekommen? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Kennzeichen der Mitglieder von Soldat. Aber wie konntest du das wissen? Oh, nur so. Ich hatte mal einen Freund, der hatte auch so blaue Augen. Und der hat damit angegeben, dass sie so blau sind wie der Himmel. Klar, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Leibwächter. Komm schon, jetzt ganz schnell einen Speicherpunkt. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Zum Marktplatz. Mein Haus ist da drüben, beeil dich, bevor er kommt. Okay, Speicherplatz. Speichern, speichern, ihr kennt das Ganze. Speichern. So, jetzt wird's aber eng hier. Auf eine Minute hier. So. Nein, da überspeichern. Ja. So. Alles aufgenommen. Damen und Herren der Volksmusik, ich liebe euch. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschaußen, euer Guppi.